schönen verschneiten Morgen. Nee, verschneit. So verschneit ist er gar nicht. Ich habe hier, aber es hat schon geschneit eben. Ich habe hier eine Fahrtwegsänderung bekommen. Wir haben den Transport vom 69 angemeldet. Hier steht nichts von Fahrtwegsänderung, sondern hier steht Widerruf. Wir sollten dadurch noch einige Probleme bekommen, um den Bagger überhaupt fahren zu dürfen. Aber mehr zu diesem Thema gibt es dann in den kommenden Folgen. Der wird Mittwoch auf Donnerstagnacht stattfinden. Und der Kollege am Telefon, war wohl jemand von der Polizei, als er dann die Genehmigung gelesen hat, hat er sofort gesagt, so können wir nicht fahren, da kommen wir niemals durch. Jetzt fahren wir anscheinend andersrum. Muss ich jetzt nochmal gucken auf der alte Genehmigung, was sich hier an Fahrweg geändert hat. Viehhofstraße. Ich vermute, ich muss vom Fahrlachtunnel. Also normal wäre ich Mannheim Neckarau runter an der SAP, ich glaube die B37 vorbei, geradeaus Mannheim rein. Und dann ist da zwei links abknickende Kreuzungen, die ich hätte müssen fahren. Ich nehme an, eine von denen kann ich nicht fahren. Ich vermute, ich fahre jetzt immer noch Neckarau runter, fahre an der SAP und ich weiß nicht welche Bundesstraße, ich glaube die 44. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich meine, es wäre die B44 und dann quasi gleich wieder die erste rechts ab Richtung Fahrlachtunnel in Mannheim. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, mache ich noch gleich. Wie gesagt, auf jeden Fall geht der Bagger am Donnerstagmorgen nach Mannheim. Heute Morgen, ich lade jetzt hier im Hof den 936, den bringe ich nach Baumholder, und in Baumholder oben unseren 916, der hat Schaden. Der hat einen Defekt und den bringe ich hier mit zurück nach Hause. So. Das war das. Das war das. Das war mal so. Tiefbett muss ich ein bisschen zusammenschieben. Was heißt ein bisschen? Ich muss es halt zusammenschieben. Mache ich noch schnell. Vom Samstag.
quasi, das soll das hier sein. Ja. Wenn ich den Pfeil nach oben drücke, geht die blaue Linie weiter hoch. Wenn ich den Pfeil nach unten drücke, dann geht sie wieder runter. Ja. Unterwerk der Technik. Ne? Und nach links oder rechts, so wie es hier ist, okay. Dann ist das Ding aus dem Weg, aus dem Sichtfeld. Aus dem Weg ist es nicht. So. Gucken, ob ich hier auf irgendwo dran komme oder ob ich nochmal vorfahren muss. Ich denke, ich werde nochmal vorfahren müssen. Einfacher wäre es. Ja, ich muss definitiv nochmal vorfahren. Tiefbett, sondern die sind die Kante vom Schild ist genauso breit wie die schwarzen Gummis. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den ich hier habe. Licht nach hinten geht nicht. Wieder runterlassen, so lange bis er schluckt. Am Schwanenhals und das Licht nach hinten, das geht hier nicht bei dem. Was schade ist. So, jetzt ist er drin. Dann raus. Stopp. Hydraulikpumpe läuft schon. Nehmen Sie auf. Anhängen. Fahrzeug hinter mir, ich hoffe, der ist jetzt weg. Nö, der steht immer noch.
alles gut. Hab dann den Baumholder leer gemacht und bin dann wieder nach Hause aufs Lager, hab diesen Sortiergreifer geladen und unsere kleine Planierraupe, die 716, und steht jetzt hier in Kaiserslautern, Einsiedlerhof. Links des Gebäudes ist das neue Amazon-Versandlager, was weiß ich, wie das Teil heißt. Auf jeden Fall da gegenüber lade ich das jetzt ab.
Enzweiler. Dahin, wo ich den LH quasi getauscht habe. Ja, die letzte Ortschaft davor. Platz frei ist, hinten dran noch, dass wir da wieder laden können. Baustelle ist da drin. Der Bagger arbeitet noch. Einen R29 mit nur zwei Löffeln, kam noch ein Vierachser vorbei, der hat noch etwas Schotter gebracht und der hat zwei von den vier Löffeln geladen. Ich hoffe, dass da jetzt keiner ins Eck geflogen kommt da oben.
Jo, den Bagger nehme ich jetzt mit nach Hause. Morgen früh geht er dann runter nach Undenheim. Ich rüber nach Hinterweidenthal in eine Firma, steht hier zwar auf dem Schein, aber Google Maps, weder Google Maps noch das Internet oder sonst wen kennt diese Firma. Ich fahre mal an die Adresse, die auf dem Schein steht, und wenn ich einen Bagger finde, ist gut, und wenn nicht, keine Ahnung, wieder ein langes Hin und Her telefonieren. Auf jeden Fall soll ich da einen R934 laden. Gleich an meinem Zielort, ja, und die Ladeadresse, die ich habe. So, also gucken. Da steht ein Umschlagbagger. Da steht kein Bagger drin. Die Firmenadresse ist nicht die Adresse, die auf dem Plan steht. Ne? Also die Adresse ist bei dieser Firma, aber die Firma gibt es da nicht. Muss genau hier innen stehen, der Bagger. Mit einer herrlichen Einfahrt, die allerbeste. Geht ja. Nicht besser als erwartet.
mal gucken. Hier ein Bagger stehen soll. Ah, da unten. Da ist er ja. Da ist er ja. Fragen. 14:15 Uhr. Musst du noch kurz warten. Und den Löffel, den meine Firma halt gekauft hat, der war da, den habe ich jetzt gleich geladen. Aber die Papiere waren halt noch nicht so weit. Wie gesagt, musste ich kurz warten, bis die Papiere hier waren. Jetzt fahre ich nach Hause, lade den Löffel ab, lade eine Schaffußwalze. Diese Walze geht dann rüber dahin, wo ich gestern die Planierraube abgeladen habe. Das reicht. Los ist. So, hab schon umgesattelt, Dreieckse auch schon abgehängt. Hier rechts das Schaffußwäldchen, das lade ich jetzt auf. Lade ich die Walze noch schnell ab. Gucken, wie es hier aussieht. Ich werde einmal, um die Kreise fahren ist doof, weil dann stehe ich vor dieser Verkehrsinsel. Ich fahre hier wieder links auf die. Oh, das Schild ist weg, ja. Doch einfach. So, gleich 17 Uhr. Ich habe leer. Sorry, mit Filmen außerhalb ist im Moment nicht so. Überall Firmengelände oder einfach zu viele Leute dabei. Grundsätzlich. Grundsätzlich könnte ich das alles filmen, ja, aber ich weiß halt nicht, ich habe schon das geht mir so auf den Sack, sorry, das geht mir so auf den Sack, für was habe ich das Drecksding, Entschuldigung, ich bin ruhig. Auf jeden Fall, mit dem Filmen ist es halt nicht immer so. Ich habe ja die schlechte Erfahrung gemacht, mit dem, der sich
spät hat, weil er eine Millisekunde in einem Video zu sehen ist. Also das hat sich jetzt quasi oder ist jetzt quasi im Sand verlaufen. Ja, der, ich habe dem geantwortet, der hat sich nicht mehr weiter gemeldet. Also das ist jetzt schon, weiß nicht wie lange das war. Etwa an dem Tag oder ziemlich genau an dem Tag, in dem ich mit dem Fiax-Keeper unterwegs war. Wird ein Vierteljahr her sein. Seitdem hat er also noch keine Antwort gegeben. Ich gehe davon aus, dass das alles passt. Aber um sowas halt zu vermeiden, gucke ich einfach, dass ich, wenn zu viele Personen oder Fahrzeuge irgendwo stehen, dann lasse ich es einfach sein. Gibt es halt die eine oder andere Entladung, Beladung, gibt es dann halt. Gibt es dann halt nicht zu sehen. Entschuldigung. Morgen den 69 vorladen für dann Donnerstagmorgen.